Ich grüße Sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht auch heute im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Glaskruzifix ist Teil einer Ausstellung von Kruzifixobjekten hier in der Suderwicher Kreuzkirche. Alfred Grimm, geboren 1943, der Schöpfer dieser Werke, beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema. Circa 120 Objekte sind in dieser Zeit entstanden. Kruzifixe vom Dachstuhl, bei eBay ersteigert, Geschenke etc. werden vom Künstler in eine neue Situation eingebettet. So erfährt das Kruzifix im Auge des Betrachters beachtenswerte, provozierende, infragestellende, manchmal auch verstörende Sinnzusammenhänge. Die Kommentare reichen von Blasphemie bis hin zu: Mir ist eine andere Blickweise eröffnet worden. Ich habe Alfred Grimm 1999 das erste Mal und jetzt zum zweiten Mal zu einer Ausstellung eingeladen, da ich meine, dass seine Arbeiten dem zentralen Logo von uns Christinnen und Christen eine angemessene Referenz erweisen. Christus zwischen Ästchen, Zigarettenkippen, Hundekot, direkt am Rand eines Gullis. Noch ein Starkregen und Christus ist verschwunden. Denken wir an die Frage: Ist die Kirche, sind Gottesdienste, ist Gott systemrelevant? Der Lebensmittel Christus, Konserven mit Mitteln zum Leben, darunter zwei Gläser gefüllt mit kleinen Kruzifixen. Jesus, der spricht: Ich bin das Brot der Welt, ein Mittel zum Leben. Ein zersplitterter Spiegel im Goldrahmen. Zerstört ist der Spiegel durch ein Metallkruzifix. Wo die Eitelkeit zerbricht, habe ich aber trotzdem auf einmal ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Perspektive, sehe im gleichen Spiegel, wo ich vorher nur mich gesehen habe, auch viele andere Dinge. Zerbrochene Eitelkeit, vielleicht auch eine Entlastung des Egos. Der Fixer Christus inmitten von Drogenutensilien, bereit für den nächsten Drogenschuss. Christus, der Gekreuzigte, Seite an Seite mit gesellschaftlichen Randfiguren. Kurz vor seiner Kreuzigung betet Jesus: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Vielleicht ist er kurz danach, wie auch seine Jünger, selbst eingeschlafen vor Erschöpfung und Angst. Und vielleicht hat er da auch geträumt. Später fügte er hinzu: Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Wo ist das Kruzifix bei all diesen goldenen Putten, Engeln, bei diesem gefälligen Geschmeide? Vor lauter harmlosen Engeln kein Anstößiger mehr, der gesagt hat: Selig die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Thank you.
Lasst uns im Angesicht des auferstandenen und hier gen Himmel fahrenden Christus das Gebet sprechen, was er seinen Jüngern beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, wir leben hier, segne uns. Du schickst uns in die Welt, behüte uns. Du gibst uns Aufgaben, lass dein Angesicht über uns leuchten. Wir versagen oft, sei uns gnädig. Wir fühlen uns oft allein. Erhebe dein Angesicht auf uns, gib uns und der Welt deinen Frieden. Amen. Sie können diese Ausstellung jeden Sonntag rund um den Gottesdienst besuchen, jeden Vormittag zur Gemeindebüro-Öffnungszeiten oder nach persönlicher Absprache mit mir.